Herzlich willkommen, lieber Rasenfreaks, zur ersten Folge meiner Videoreihe Rasenpflege für Rasenfreaks. Heute ist das Thema dran, was ist Rasen? Was ist Rasen? Dazu schalten wir jetzt mal um. Ja, was ist Rasen, lieber Rasenfreaks? Ihr habt alle schon Rasen gesehen. Ihr steht auf einer grünen Fläche und denkt, das ist Rasen. Aber was tatsächlich genau Rasen ist, ist definiert. Klar, wir sind in Deutschland, da sind die ganzen Sachen definiert. Es ist tatsächlich definiert, was Rasen ist. Und zwar die DIN 18917 hat den Begriff Rasen definiert. Und das ist tatsächlich eine durch Wurzeln und Ausläufer mit der Vegetationsschicht fest verwachsene Pflanzendecke aus Gräsern, die im Regelfall keiner landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Also eine Rasenfläche für uns, die wir sowas schön finden, die wir darauf liegen wollen oder darauf spielen wollen. Fußballplätze, Golfplätze, Tennisplätze, ganz viele Dinge kann man auf Rasenflächen tun. Und genau das ist die Definition dazu. Aber wir wollen ja jetzt ein bisschen genauer wissen, wie man eine schöne Rasenfläche eigentlich erzeugt und was ich eigentlich für Gräser nehmen sollte. Und deswegen kurz das Thema Gräser, denn da steht ja Pflanzendecke aus Gräsern. Was sind also Gräser? Gräser sind tatsächlich einkeimblättrige Pflanzen im Gegensatz zu den zweikeimblättrigen. Das ist tatsächlich total einfach. Also wenn ein kleines Blatt aus dem Boden herauskommt, dann ist es einkeimblättrig. Wenn zwei Blätter aus dem Boden herauskommen, ist es zweikeimblättrig. Die Gräser, die wir hier haben, sind Süßgräser. Und es gibt tatsächlich nur vier wichtige, für uns wichtige Gattungen. Und zwar Gattung ist immer das erste Wort des lateinischen Begriffs Lolium, Weidelgräser, Poa-Rispengräser, Agrosse-Straußgräser und Festuca, die Schwingelgräser. Und die Arten ist dann die Zusammensetzung aus der Gattung und den näheren Beschreibungen, Lolium paene, Poa annua, Poa pratensis und so weiter. Ich komme gleich nochmal drauf. Und ganz wichtig, wir reden nicht eigentlich von Rasensorten und meinen die Arten, sondern die Sorten sind die Züchtungen, die jetzt die Züchter erzeugen, um eine bestimmte Eigenschaft einer Grasart zu verbessern, zu verändern. Die Frage ist jetzt natürlich, was will ich eigentlich? Was will ich als Gartenbesitzer? Ich will natürlich eine schöne Rasenfläche haben. Das heißt, sie muss irgendwie gut aussehen, schön grün sein, dicht sein, gleichmäßig sein. Ich will natürlich auch vielleicht einen kleinen oder auch großen Pflegeaufwand betreiben, um meine Rasenfläche zu pflegen. Ich brauche, wenn ich darauf spielen will, rumtoben will, eine gewisse Belastbarkeit. Also wenn ich darauf meine Kinder spielen lasse, soll die Fläche nicht gleich kaputt gehen. Und ich als Rasenfreak zumindest, habe einen gewissen Anspruch an die verschiedenen Schnitthöhen, weil ich unterschiedliche Schnitthöhen echt schick finde und ich halt eben so ein Gartendesign mit meinen verschiedenen Schnitthöhen erzeuge. Ich habe zum Beispiel hier auf meinem Grün hier, das ist gerade gesandet, 7 mm Schnitthöhe. Das Fairway hat immer so zwischen 12 und 18 mm, ich sag mal 16 mm eingetragen. Das Rough, das ist eigentlich die normale Rasenfläche, die ihr auch zu Hause habt, also die man im Garten so hat, 40 bis 50 mm Schnitthöhe. Aber die entscheidende Frage ist, und die will ich heute beantworten, welches ist eigentlich die richtige Rasenmischung für meine Rasenfläche? Welche Rasenmischung ist eigentlich wirklich geeignet? Und da gibt es zwei Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz ist, den vielleicht viele von euch auch gut und richtig finden, ich verlasse mich auf einen Fachmann. gar kein Problem. So, die zweite Lösung ist, ich mache mich schlau, ich will selber verstehen, wie das Thema Rasenpflege funktioniert. Und wenn ihr an dieser Stelle jetzt Lösung 1 bevorzugt, dann braucht ihr eigentlich nicht weiter gucken. Wenn ihr aber ein bisschen mehr wissen wollt, dann bleibt jetzt dran. Ja, es gibt ein Regelwerk. Es gibt ein Regelwerk der Forschungsgesellschaft Landwirtschaftsentwicklung Landwirtschaftsbau e.V. Das Regelwerk beinhaltet Regel-Saatgutmischung. Das heißt, es gibt
sowas wie eine Norm, die von diesem Verein entwickelt wurde. Und immer wenn es um RSM, um Regel-Saatgut-Mischung geht, dann ist ein gewisser Standard festgelegt. Und dann dürft ihr auch eine gewisse Qualität erwarten. Da gibt es so einen Nummerncode. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Ihr könnt auch gerne in der Beschreibung das nochmal nachlesen, wo man diese RSM bekommt. Kostet ein bisschen Geld, wenn man sie kaufen möchte. Und da steht zum Beispiel drin, um welche Rasenflächen es eigentlich geht. Und darauf bezogen auch, welche Rasen-Saatgutmischungen sinnvoll sind. Da gibt es zum Beispiel Zierrasen, das ist ja die RSM 1.1. Die RSM 2.2 wird wahrscheinlich für euch genau das Richtige sein. Gebrauchsrasen, Spielrasen. Da gibt es natürlich auch Sportrasen für Fußballplätze, Neuanlage und Regeneration. Und es gibt diverse Saatgutmischungen für Golfplätze, Golfplatzgrüns und so weiter. Da gibt es auch noch andere Regel-Saatgutmischungen, die uns aber an dieser Stelle nicht so interessieren. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel der Spielrasen-Saatgutmischung euch erklären, was das eigentlich ist und was das eigentlich bedeutet. Wenn ihr also in dieses Büchlein reinschaut, da findet ihr auf Seite 15, glaube ich, wird übrigens immer erneuert, jedes Jahr kommt das neue raus, findet ihr unter der RSM 2.3, Gebrauchsrasen, Spielrasen, welche Gräserarten, und deswegen habe ich es kurz erklärt, welche Gräserarten eigentlich da drin vorkommen sollen. Und zwar die Festuca rubra in drei verschiedenen Unterarten, die Lolium perenne, die Poa pratensis. Und hier sind dann die Mischungsverhältnisse eingetragen. Das heißt hier, wenn man sich die Lolium anschaut, 30% Lolium, 30% Poa pratensis und 40% Festuca rubra. Und dann gibt es eine Eignung, eine Mindesteignung. Also hier soll es jetzt zum Beispiel in dieser Rasenmischung zwei deutsches Weidelgras, zwei Lolium perenne Mischungen, Sorten geben, eine in 7 und eine in 6. Und hier steht auch, die Mindesteignung erfolgt nach der Gebrauchsrasenprüfung. Ja, was ist denn das jetzt? Um das zu verstehen, braucht man noch ein zweites Regelwerk, ein zweites Informationsdokument, eine zweite Unterlage, nämlich die beschreibende Sortenliste Rasengräser vom Bundessortenamt. Also wir haben hier ein Bundessortenamt in Deutschland und die geben auch jedes Jahr die sogenannte Bundessortenliste Rasengräser heraus. Und da sind alle geprüften und zugelassenen Gräser, die jetzt in Deutschland verwendet werden, aufgelistet. Und die schreiben so schön hier, die Auswahl der richtigen Sorten aus den für Rasen geeigneten Arten, also Gräserarten, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche und auf den Nutzungszweck ausgerichtete Rasenansaat. Übersetzt heißt das, nehmt die richtigen Gräser für das, was ihr machen wollt, und dann funktioniert es. Genau. Zum Beispiel für Gebrauchsrasen. Wir hatten ja gerade Gebrauchsrasen. Spielrasen ist Gebrauchsrasen. Da haben wir in Summe 247 Sorten, also 247 verschiedene Gräsersorten. Hier sind die Gräserarten aufgelistet, zum Beispiel das deutsche Weidelgras mit 88 Sorten. Und interessanterweise sind hier die Eignungsnoten schon alle sehr, sehr hoch. 1 ist schlecht, 9 ist die beste Note. Und die meisten Sorten liegen hier zwischen 7 und 8 und sogar auch einige schon bei den 9. Das heißt, sehr, sehr hochwertige Grassorten vom deutschen Weidelgras, von der Lolium perenne. Und dieses Dokument, diese Liste, die ist frei verfügbar. Auch da stelle ich euch den Link in die Videobeschreibung rein. Und dann könnt ihr euch da gerne episch mit beschäftigen. Ich will kurz erklären, wie das jetzt hier funktioniert. Also, wir haben gesehen, in der Regel Saatgutmischung gibt es für Gebrauchsrasen, Spielrasen, hier für die Lolium eine Mindesteignung 7 und eine Mindesteignung 6. Also Note 7, Note 6 als Gesamtnote für Gebrauchsrasen. Und wenn man sich jetzt mal diese 88 Lolium-PN-Sorten anschaut,
Ich habe jetzt hier nur die erste Seite aufgelistet. Und dann kann man hier auch noch ein bisschen genauer sehen, was hier eigentlich bewertet wird. Also diese Sortenliste bewertet die Eigenschaften der einzelnen Sorten. Da ist zum Beispiel die Resistenz gegen Blattflecken, gegen Rotspitzigkeit, also gegen Gräserkrankheiten. Dann die Narbenfarbe wird hier bewertet. Oder hier der Winteraspekt, ne, wie grün ist das Gras im Winter oder wie gut übersteht das Gras den Winter und so weiter. Und dann kann man sich hier mal irgendeine Grassorte, Lolium perenne Sorte heraussuchen. Und die hat dann eben entsprechend die Noten für die verschiedenen Eigenschaften. Oder hier der andere Sorte. Und jetzt will man natürlich wissen, was bedeuten eigentlich diese Noten. Und dazu gibt es in dieser Sortenliste einen Notenschlüssel, der genau erklärt, was bedeutet jetzt hier zum Beispiel, weil es am anschaulichsten ist, Narbenfarbe. Was bedeutet hier die Narbenfarbe Note 6 bei der Bargold? Die haben übrigens alle sehr schöne Namen, das sind alles Fantasienamen. Also Narbenfarbe 6 und dann guckt man hier in den Notenschlüssel rein und hier sind die Noten für die Narbenfarbe aufgelistet. Und da steht hier unter 6 mittel bis dunkelgrün. 9 wäre zum Beispiel sehr dunkelgrün und 1 wäre sehr hellgrün. Und so versteht man dann diese Noten. Ja, also wir wollen jetzt mal hier eine Lolium perenne, eine Sorte festlegen für unsere Rasenmischung in der Note 7. Und dann gucken wir uns mal diese beiden Sorten an, die wir jetzt gerade herausgesucht haben. Die gibt es zum Beispiel günstig bei irgendeinem Saatgutproduzenten zu kaufen. Und Eignung ins Gebrauchsrasen, hier haben wir eben einmal die 9, einmal die 7. Ja, und wie wir gerade gesehen haben, brauchen wir mindestens die Note 7. Das heißt, beide wären geeignet, aber Boxer reicht also hier aus für die Rasenmischung. Für eine Spielrasenmischung Bargold wäre viel zu hochwertig. In der Regel, je höher die Note, desto teurer dann auch die Grassorte. So, dazu kommt noch etwas ganz Wichtiges. In der RSM, da steht nämlich drin, dass dieses Saatgut gewisse Anforderungen erfüllen muss. Hier die Lolium perenne zum Beispiel muss in einer Spielrasenmischung eine Keimfähigkeit von mindestens 80% haben. Und sie muss eine Reinheit haben von mindestens 96%. Das heißt, 80% aller im Sack befindlichen Früchte, Gräserfrüchte, also die kleinen Körner, die müssen auflaufen, wenn ihr das sachgerecht, fachgerecht dann auch ausbringt, das Saatgut. Und dieser Sack muss auch zu 96% reines Lolium perenne haben. Das heißt, nicht irgendein anderes Gras darf sich da einschleichen. Das ist nicht so ganz einfach, diese Gräserfrüchte zu sortieren. Und da will man natürlich keine Fremdgräser drin haben und schon gar nicht die Poa annua und die Poa trivialis. Und was echt erstaunlich ist, die Poa annua und die Poa trivialis, die dürfen auch mit einem Gewichtsanteil von 0,2% in so einer Rasenmischung drin sein. Da versucht man natürlich als Hersteller, als Firma, diese Ungräser möglichst draußen zu halten. Aber das ist tatsächlich sehr schwierig und nicht ganz, wenn nicht immer möglich. Und da zeigt sich auch dann schon gerade bei Rasenmischungen, die nicht jetzt nach dieser Norm, nach diesem Regelwerk produziert werden, dass da auch durchaus mal mehr oder viele andere Gräser drin sein könnten. Also ich will nicht unterstellen, dass sie das machen. Ich möchte euch jetzt noch mal zwei weitere Beispiele zeigen aus diesem Regelwerk der RSM. Und zwar einmal das Thema Sportrasen. Sportrasen, das ist die RSM 3.1. Die besteht tatsächlich nur aus zwei Gräserarten, nämlich aus der Lolium perenne und aus der Poa pratensis, also aus dem deutschen Weilgras und der Wiesenrispe. Und zwar hat die Lolium hier, Lolium perenne, muss man immer richtig sagen, einen Anteil von 40% und die Poa pratensis entsprechend einen Anteil von 60%. Und hier gibt es auch eine Mindesteignung, also eine Mindestnote, die die Gräsersorten dann haben müssen. Aber hier nach der Strapazierrasenprüfung, nicht nach der Gebrauchsrasenprüfung, sondern nach der Strapazierrasenprüfung. Ein weiteres Beispiel ist jetzt hier ein Golfplatz grün, das ist die RSM 4.1. Und da gibt es auch verschiedene Arten, die auf dem Golfplatz grün verwendet werden dürfen. Agrostis capillaris, Agrostis stolonifera, Festuca rubra commutata und Festuca rubra trichophylla.
Und da gibt es zum Beispiel eine Variante, es gibt jetzt mehrere Varianten und das ist der große Unterschied hier noch. Also das heißt, in RSM 4.1.1 wäre die Variante 100% Agrosto-Stolonifera und die Variante 4 wäre nur reine Festuca rubra, also 50% Festuca rubra commutata und 50% Festuca rubra trichophylla. Und interessanterweise wird auch hier genau beschrieben, für was diese Variante eigentlich geeignet ist, nämlich hier die Variante 4 für mäßige Belastung und für niedrigere Nährstoff- und Wasseransprüche bei höherem Pflegebedarf und eine Schnitthöhe nicht kleiner als 5 mm. Und dann steht hier natürlich auch die Mindesteignung und hier ist die Eignungsnote nach der Tiefschnitt Rasenprüfung auszuwählen. Das heißt, ne, Grüns, Golfplatzgrüns sind Tiefschnittrasenflächen und darauf bezieht sich dann diese Gesamtnote für genau diese Prüfung. So, ach ja, und hier steht dann noch, wenn man jetzt hier die Festuca rubra commutata oder wenn man die Variante 4 nimmt, dass man dann hier mindestens zwei verschiedene Sorten in dieser Rasenmischung verwenden sollte. Das ist immer wichtig, mehrere Sorten zu verwenden, weil dann hat man einfach ja, bessere Chancen, dass sich die Gräser auf der Fläche gut etablieren. Ja, lieber Rasenpflege, also was ist Rasen? Jetzt kommt nochmal meine Definition. Rasen ist abhängig vom Verwendungszweck, also was will ich mit meiner Rasenfläche anfangen, eine Mischung aus bestimmten Gräserarten, wobei die verwendete Grassorte eine bestimmte Mindestqualität haben muss. Wir haben also Gräserarten, haben wir gelernt, ne, Lolium paeane, Festuca rubra, Poa pratensis und so weiter. Und die Sorten, die die Züchter halt entwickelt haben, die müssen eine bestimmte Qualität haben. Und dieser Qualitätsstandard, der wird eben für Rasenmischung von der RSM festgelegt. Und ja, damit hat man am Ende, und das ist das, was ich hier heute rüberbringen möchte, damit hat man am Ende letztendlich eine gute Qualität, wenn man eine Rasenmischung sich kauft, wo auf dem Label RSM X.Y.Z, also RSM mit irgendeiner Nummer steht. Dann kann man sich zumindest darauf verlassen, dass da eine gewisse Qualität bei dieser Rasenmischung vorhanden ist. Und das finde ich wichtig. Soweit das Thema, was ist Rasen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist mein erstes Video. Ich hoffe, ich komme noch ein bisschen besser rein hier in diesen Vortragsmodus. Man muss sich da echt ein bisschen drauf konzentrieren. Das sind die nächsten Themen. Nächsten Samstag kommt dann mit Sicherheit Gräser. Gehe ich mal von aus. Und ja, dann geht es so weiter. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt auch das gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.